Das nützt leider nichts. Aber dafür haben wir kaum noch Leben. Ja, Mensch. So, dann gehen wir wieder auf das Plasmatengewehr. Wieso ist das Schiff eigentlich hier so heil geblieben? Toll, und dieser Verstärker, der hat einfach mal nichts gebracht. Und dieses Beschleunigungsding, das kannst du dir echt hart in die Haare schmieren. Da unten ist noch eine Elitewache. Da, guck mal, da ist noch eine alte Sockenpuppe. Wie kommen wir denn? Da unten durch die Tür müssen wir durch, ne? Hä, wo ist denn... Ich habe nur noch keine Keycard bekommen. Ist der... Okay, der scheint hier reingekommen zu sein. Warte. Da. Vielleicht auch in Kombination... Wird den dann alle gemacht? Wer hat den alle gemacht? Wer hat den alle gemacht? Über mir? Komme ich da irgendwie hin? Jawohl. Da. Das letzte Geheimnis und ein bisschen Rüstung. Wer bist du denn? Captain America oder was? Das ist. Naja, Patriotentyp. Also Captain America. Ich dachte jetzt, ich muss gegen den kämpfen, Alter. Wer hat den denn kalt gemacht? Also ganz doof gefragt. Gibt's hier noch was? Da ist noch ein bisschen Schrottmoni. Toll, jetzt haben wir 5 Schuss mehr auf dem Tacho oder was? Ach, wir müssen ja auch noch in das Labor von Olivia Pius. Hi. Schläft er? Du kannst kein Team schicken, um es zu holen. Ich bin der Chef dieses Unternehmens. All deine Arbeit und Entdeckungen gehören mir. Es war schon mein, bevor du es gefunden hast. Okay. Ist der erstickt oder wer hat den alle gemacht? Jetzt mal so ganz doof gefragt. So, jetzt gehen wir dann da hin und dann wahrscheinlich kommen wir dann da runter und dann an die gelbe Tür, ne? Also abkürzungstechnisch. Mal auf den Lampen hier. Okay. Haut. Oh oh. Warte. Nicht? Kein Besuch? Ach, da. Ich wollte sagen, hier führt doch noch was. Hallöchen. Wir müssen auch irgendwie einen Revenant aus der Luft zerren. Kann ich eigentlich mal? Ich könnte doch mal, oder? Kann ich mal? Ich kann noch hier. Hier, 4 Punkte haben wir. Tempo, schneller Waffen wechseln. Ja, sehe ich immer noch nicht. Was haben wir denn hier? Noch weiter verkürzte Nachladezeit. Macht 4 Punkte. Kompass pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden. Was denn eigentlich für ein Kompass? Das da oben soll der Kompass sein. Ach so. Ja, bisher geht's eigentlich auch. Aber ich glaube, wir nehmen das mal, weil das kostet nur 2. So, das nächste kostet 3, das kostet 4. Und dann kostet das hier noch 2 und dann nehmen wir einfach mal schneller Waffenwechsel. Zack, fertig. Und dann können wir mal ein paar Waffen upgraden. So wie den Kollegen hier. Wir haben hier Waffenmod Gatling. Erhöht deutlich die Drehgeschwindigkeit. Das kaufen wir mal. Und fürs Gauss-Gewehr. Für kürzere Aufladezeit des Strahls ist. Die Aufladezeit des Strahls ist reduziert. Nehmen wir auch. Boah, ich glaube, ich muss gleich niesen. Tötet 10x3 oder mehr Dämonen mit Belagerungsmodusstrahl. 10x3 oder mehr Dämonen. Okay. So, jetzt hätten wir noch 6 Points. Betäubungsbombe. Den Gatling. Was hätten wir hier noch? Kugeln durchdringen ihre Ziele.
Was das bringen soll, sehe ich irgendwie nicht. Entschuldigung, trifft 4 verschiedene Dämonen innerhalb von 5 Sekunden. Ja, das kannst du ja auch in Jahre schmieren, den Scheiß. Was das durchdringen bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kannst zweimal mit der Superschrot für eine Feuer, bevor du nachladen musst. Okay. Dafür benutzen wir die aber zu wenig. Was haben wir hier? Lande 20 direkte Treffer bei Imps. Pistole ist egal. Reduziert die Zeit, bevor eine weitere Zielerfassung möglich ist. Ich glaube, das wäre mal sinnvoll. Weil die haben wir durch. Hier wäre nur die Explosionsgröße. Und hier durchdringen Ziele. Ja gut, das heißt, wenn hinter dem einer steht, dann kann ich noch einen damit treffen. Aber ja, gut, das braucht keiner. Ich denke mal, wir nehmen hier die Aufladezeit, ne? Zack, da haben wir nämlich alles ausgegeben. Und dann wollen wir gleich mal gucken. So, damit haben wir, glaube ich... Oh, geil! Oh, wir haben sogar einen aus der Luft gepflückt. Sehr nice, damit haben wir alles erledigt. Damit können wir dann auch zum Ende dieses Levels kommen, tatsächlich. Die gestattet. Station ist... Ach, hier ist sogar... Hey, wieso schubst du mich? Ich habe das Gefühl, das wird nicht so einfach noch. Hier kommt bestimmt noch irgendwas. Ja. Moin. Weg. Ich. So. Was hast du? UAC-Zug bereit zur Abfahrt. Jo. Warum zünden die eigentlich alle Kerzen? Setzen Sie sich, der Zug ist bereit zur Abfahrt. Fahrziel ist der UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Warum genau zünden die hier eigentlich alle Kerzen an? Verstehe ich nicht. Ich glaube, damit wäre dann auch das Level hier beendet, ne? Lag da draußen irgendeine Rüstung rum? Ich glaube nicht, ne? Hier ist, glaube ich, sonst auch nichts weiter. Hier ist auch nichts mehr hinterlegt. Nö, gut. Haben wir alles. Dann mal rein in die gute Stube und ab geht die wilde Fahrt. Hier ist auch nichts mehr drin. Ja, dann Mantau. Hölle auf dem Mars. Abgeschlossen. Und wir haben alles erwischt. Endlich mal. Es ist, glaube ich, erst das zweite Mal oder so. Das Level, ja, 1,5 Stunden für gebraucht. Ich denke mal, das schafft man auch in einer Stunde. Aber da ich ja nur alles mitnehmen will und ähnliches, ne? Ist das halt so. Aber dieses Mal, oder? Moment, ich guck mal eben auf den Tacho. Ja, 14:45 Samstag. Das ist easy going. Deswegen... Normal, ihr kennt das ja, Level abgeschlossen, macht der Mechaniker erstmal eine kleine Aufnahmepause. Da heute Samstag ist, mache ich keine. Heute mache ich mal 2 Level. Einfach boah, voll abgefahren, Leben am Limit und so. Und ja, deswegen setzen wir fort.